Ja, moin moin und herzlich willkommen, liebe DEA-Gemeinde, zur Ausgabe 65 eurer Drug Education Agency. Ja, liebe Zuschauer, mich hat's erwischt, mich hat der Rotz, ja, nichtsdestotrotz, es reimt sich, wollen wir uns heute mal mit einer Frage wieder befassen, die euch auf unter den Fingernägeln brennt. Ja, euch ist ja durch meine Arbeit im psychonautischen in der psychonautischen Literatur bekannt, dass eines meiner ganz speziellen Themen, das Thema NNDMT, respektive die verschiedenen DMT-Derivate, Produkte und Erfahrungen sind. Ich bereite ja auch gerade das Changa-Buch vor, da bin ich in den letzten Zügen, es ist demnächst fertig und geht dann in den Verlag und wird fertig gemacht. Ist dieses Frühjahr noch verfügbar, das Buch Changa, die rauchbare Evolution des Ayahuasca. Ja. Nun bekomme ich ja von euch genau zu diesem Thema, zu diesem doch sehr weitschweifenden Themenkomplex rund um DMT und die Derivate, sehr viele Fragen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen DMT und Ayahuasca? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen DMT, Ayahuasca und Changa? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen kristallinem DMT und DMT-Extrakten? Und was ist der Unterschied zwischen synthetischem NNDMT und pflanzlichem und so weiter. Also sehr viele Fragen, die von euch kommen. Darunter auch spezialisierte, die sich zum Beispiel um die verwandte Substanz 5-Methoxy-DMT, 5-Meo-DMT drehen und um andere DMT-Abwandlungen. Und da wollen wir nochmal gerade so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Also NNDMT ist N,N-Dimethyltryptamin. Einer unserer endogenen Neurotransmitter, den also unser Körper auch selbst produziert, wie auch übrigens 5-Methoxy-DMT. Und diese beiden Indolalkaloide sind also wie alle Indolalkaloide eng verwandt mit unserem körpereigenen Hormon Serotonin. Und von daher greifen die also ganz besonders gut und ganz besonders effektiv an unsere körpereigenen Schaltstellen. Was sind also die Unterschiede? Wir haben also natürlich, wir haben die Produkte, die wir kennen. Ayahuasca ist das originäre DMT-Produkt. Ein Trank, ein schamanischer Trank, der zubereitet wird aus einer Lianenart, Banisteriopsis carpi. Das ist die Ayahuasca-Liane, die auch so genannt wird, wie auch der letztliche Trank. Und diese wird zusammen gekocht mit einer DMT-haltigen Pflanze, in aller Regel die klassische Psychotria viridis. Ja, und da haben wir gleich dann noch einen wunderbaren Zusammenschnitt des Vortrags von Arno Adelaars aus den Niederlanden. Den Arno, der ein ausgewiesener Ayahuasca-Experte und selbst initiierter Ayahuasquero auch ist, auf unserem Symposium voriges Jahr zum 30-jährigen Jubiläum des Nachtschattenverlags gehalten hat. Ja, und er wird einmal erklären, was eigentlich auch so in der Wirkung die Unterschiede sind und was die kulturellen Unterschiede sind und so weiter. Wenn man also NNDMT in Extraktform oder auch in synthetischer Form, also in Reinform jedenfalls vor sich hat oder zur Verfügung hat und auch in einer Gegend ist, in der man mit dieser Substanz experimentieren darf, ohne sich strafbar zu machen, dann ist die DMT-Wirkung, die Wirkung von gerauchtem Dimethyltryptamin, doch deutlich different von der des getrunkenen Ayahuasca-Gebräus. Und wiederum unterscheidet sich das gerauchte reine DMT vom ebenfalls rauchbaren Changa, das ja eine Rauchmischung nach der Ayahuasca-Rezeptur darstellt. Also hier ist haben wir eine Rauchmischung, eine Kräutermischung vorliegen, in der sowohl DMT vorkommt, entweder in kristalliner Form oder aber auch in Form eines Extrakts, zum Beispiel Mimosa hostilis Rindenextrakt und mit Beta-Carbolinen angereicherte Pflanzen, sehr, sehr häufig tatsächlich Banisteriopsis carpi selbst, die in den Changa-Blends mitverwendet wird. Dann kommen noch andere Pflanzen dazu, um da Synergien noch zu schaffen. Das könnt ihr demnächst alles ganz detailliert im Changa-Buch nachlesen. Und der Unterschied zwischen gerauchtem DMT und dem gerauchten Changa-DMT, also sozusagen der rauchbaren Evolution des Ayahuasca, ist ein recht subtiler, aber für erfahrene DMT-Gebraucher doch auch sehr offensichtlich.
Das Changa, also der Mao-Hemmer in der Rauchmischung namens Changa, gibt nämlich dem DMT-Rausch, wenn man es mal Rausch nennen möchte, eine andere Note. Es sorgt zum einen dafür, dass es stärker wirkt. Du brauchst also von Changa weniger als zum Beispiel von reinem DMT-Extrakt. Wenn man jetzt zum Beispiel DMT-Extrakt nimmt und vermischt das mit Pflanzenmaterial, um das zu rauchen, dann ist die Wirkung, die hier resultiert, bei einer gleichen Dosierung geringer als beim Rauchen von Changa. Außerdem ist beim Changa eine gewisse visuelle, visionäre Note auch noch hinzugegeben, die man bei reinem DMT vermisst. Das lässt sich natürlich schwierig beschreiben, wenn jemand DMT-Erfahrung überhaupt noch nicht hat. Also es ist ja sowieso sehr, sehr schwierig, DMT-Erfahrungen zu beschreiben. Jeder Erfahrungsbericht, den man so liest, der ist also nur ein milder Witz im Vergleich zu dem, was man wirklich erlebt, wenn man DMT mal genommen hat, ob geraucht, ob gespritzt, ob gesnifft, ob getrunken, wie auch immer. Und von daher ist es sowieso recht pikant, über die DMT-Erfahrung zu reden, denn das kann alles nur ein schnöder Abklatsch der echten Erfahrung sein und kommt noch nicht mal im Entferntesten an das ran, was man tatsächlich erlebt. Was ist mit allen DMT-Erfahrungsberichten so, die ich bisher gelesen habe? Und Menschen unter euch, die Erfahrungen haben, die experienced sind, die werden mir dazu stimmen. Ja. Ja, also Ayahuasca, Changa, DMT sind drei Substanzen, drei Produkte, die tatsächlich auf einer gemeinsamen Basis, nämlich der Basis des N,N-Dimethyltryptamin, funktionieren. Allerdings sind die Erfahrungen doch different. Ja, wenn man sagt, Changa ist die rauchbare Ayahuasca-Evolution, dann kommt vielleicht in dem einen oder anderen so die Idee auf, dass Changa und Ayahuasca auch ähnlich wirken. Gut, ähnlich wirken sie auch, aber keinesfalls gleich. Also die Ayahuasca-Erfahrung geht sehr viel tiefer. Ja, wird auch Arno Adelaars uns gleich erklären. Die dauert nicht nur länger, eben durch die Mao-hemmende Wirkung der Beta-Carboline, und sie ist halt eben einfach, sie hat mehr den Charakter einer Reise, die sehr tief geht. Wohingegen DMT und auch Changa-DMT eher Substanzen sind, wo die Reise jetzt vielleicht nicht so tief geht, sondern das ist eher eine Rakete, eher eine Explosion, der man da ausgesetzt. Man sitzt im Grunde in einer psychedelischen Rakete, die einen in andere Realitäten katapultiert. Ja, beim Ayahuasca ist auch der Wirkungseintritt ein schleichenderer und die Visionen, die man hat, sind grundsätzlich ein wenig anderer Natur als bei reinem DMT. Weil aber, wie gesagt, jedes Wort, was wir hier reden, nur schnöde sein kann, soll es damit mit dieser Definition zu den Unterschieden reichen. Ja, wir gucken uns jetzt gleich den Zusammenschnitt des Ausschnitts von Arno Adelaars an, sehr erhellend zum Thema Ayahuasca, auch zum Thema Ayahuasca versus reines DMT. Lasst mich zuvor nur noch auf eine weitere Frage eingehen, die eurerseits immer wieder gestellt wird. Was ist eigentlich mit 5-Methoxy-DMT? Über 5-Methoxy-DMT kursieren sehr viele Gerüchte. Gibt zum Beispiel Literaturquellen von Kollegen, wo behauptet wird, 5-Meo-DMT sei ein Mao-Hemmer. Ja, dem ist nicht so. Und genau daran anknüpfen kommt von euch immer wieder die Frage, wie ist das eigentlich? Man liest immer mal wieder Mao-Hemmer und 5-Meo-DMT solle man nicht zusammennehmen. Warum eigentlich? Warum kann man NN-DMT und Mao-Hemmer zusammennehmen, aber 5-Meo-DMT und Mao-Hemmer nicht? Ja. Warum genau das so ist, dass man 5-Methoxy-DMT und Mao-Hemmer nicht zusammennehmen sollte, das kann euch bislang keiner noch wirklich begründen. Fakt ist, es kam zu Zwischenfällen in der psychonautischen Szene bei Einnahme beider Substanzen gleichzeitig. Es kam zu unschönen körperlichen Episoden und von daher kann man einfach nur sagen, irgendwas ist da, irgendeine Synergie wird da ausgelöst zwischen 5-Methoxy-DMT und Mao-Hemmern vom Typ der Beta-Carboline, sage ich jetzt. Es gibt da verschiedene Mao-Hemmer. Aber mit den Beta-Carbolinen ist es eben auch schon probiert worden im psychonautischen Untergrund und gab, wie gesagt, unschöne Zwischenfälle, keine Todesfälle, nichts dergleichen, aber doch Intoxikationen und wie gesagt körperliche Nebenwirkungen, die einfach so überhaupt nicht wünschenswert sind und auch im Augenblick eines DMT-Trips oder 5-Meo-DMT-Trips alles andere als angenehm und wünschenswert sind. So viel dazu. Also man sollte unbedingt 5-Meo-DMT
und Marohämmer nicht probieren. Eine Kombination, von der ich euch sowieso und explizit abrate. Und auch in meinem Changa-Buch wird davon die Rede kurz sein. Es gibt ja diesen Changa-Blend namens Kali, der halt tatsächlich 5-Methoxy-DMT und in vielen Fällen sogar synthetisches Tetrahydrohaman, also ein Beta-Blocker, ein Beta-Carbolin verwendet. Und das ist, wie ich finde, keine gute Idee. Lasst das einfach sein. Ja, dann als letztes immer wieder auch die Frage, ja, wie hängen eigentlich Psilocybin und DMT zusammen? Und manche User, manche Psychonauten schreiben mir auch, dass sie bei hochdosiertem Psilocybin eine annähernd ähnliche Erfahrung haben wie auf DMT. Und man kann, das sage ich euch auch gleich, mit ganz niedrig dosiertem DMT, so zwischen 10 und 15 bis zu 20 Milligramm geraucht, auch einen Instant-Psilocybin-Trip provozieren, wenn man geübt ist und weiß, wie es geht. Psilocybin hat man ja, das kennt ja wahrscheinlich alle, wirkt zwischen 4 und 6 Stunden, teilweise ein bisschen länger, teilweise ein bisschen kürzer. Ist auf jeden Fall eine vollwertige psychedelische Erfahrung, wo man am besten einen Tag Vorbereitung und einen Tag Nachbereitung noch braucht und so weiter. Das ist also relativ auszehrend, aber man braucht Zeit. Ganz einfach. Und DMT, so die Geschäftspause des die Mittagspause des Geschäftsmannes, wie DMT ja früher genannt wurde, psychedelische Mittagspause des Geschäftsmanns, mit DMT kann man eben, wenn man es raucht und die Dosierung drauf hat und sich da auskennt, Erfahrung hat, einen solchen sehr pilztypischen psychedelischen Trip auch erreichen, der allerdings dann, je nachdem wie geübt man ist, zwischen einer halben und einer Stunde nur andauert. Und danach ist man sozusagen wieder fit für den Alltag. Ja, auch unfassbar eigentlich. Ja, würde schon fast in den Bereich DMT Microdosing fallen. Oder das heißt fast, würde eigentlich in den Bereich Microdosing mit DMT fallen. Ja, warum ist das so? Ja, Psilocybin und Psilocin, also der eigentlich psychoaktive Wirkstoff der Pilze ist das Psilocin. Das nennt sich chemisch 4-Hydroxy-DMT, also 4-HO-DMT. Da seht ihr schon, Psilocin ist eine Form des DMT. Und Psilocybin ist der Phosphorsäureester des Psilocins. Ja, Psilocybin wird nach Einnahme in unserem Körper direkt in Psilocin umgewandelt, weshalb man sagen kann, Psilocin ist der eigentlich psychoaktive, der eigentlich psychedelische Wirkstoff. Wie gesagt, 4-HO-DMT, ja, ist der chemische Name für Psilocin, Psilocybin und Bufotenin ganz am Rande, was ebenfalls ein Triptamin, ein psychedelisches Triptamin darstellt und zum Beispiel in vielen DMT-Pflanzen mit vorkommt, aber auch im Sekret der DMT-Kröten, zum Beispiel Bufo alvarius. Bufotenin nennt sich 5-Hydroxy-DMT, also 5-HO-DMT. In manchen Literaturquellen steht immer wieder für Psilocybin 4-OH-DMT und für Bufotenin 5-OH-DMT. Das ist einfach ein klassischer Schreibfehler. HO, dann wird ein Schuh draus, das könnt ihr euch merken und da im eingeweihten psychonautischen Kreis mal mit punkten mit diesem Insiderwissen. Ja, liebe Gemeinde, so viel zum Thema DMT. Wir gucken uns jetzt noch einen Zusammenschnitt, wie gesagt, an von Arno Adelaars zum Thema Ayahuasca, Ayahuasca versus reines DMT. Der gesamte Vortrag, den wir da auch in Solothurn genießen konnten, dauert über eine halbe Stunde. Der wird demnächst erscheinen auf unserer DVD zum Symposium 30 Jahre Nachtschatten Verlag. Das werde ich euch noch dann differenzierter ankündigen. Wenn ihr bis dahin was zum Lesen haben wollt, dann kann ich euch 3 Bücher empfehlen. Nummer 1 zum Thema DMT, das Standardwerk Rick Strassman, der DMT-Forscher, der klinische DMT-Forscher überhaupt. DMT, das Molekül des Bewusstseins im AT-Verlag. Ja, unbedingt. Das braucht jeder, der sich fürs Thema interessiert. Dann ein älteres Buch von Werner Pieper, Jim DeCorn, auch ein Klassiker. Psychedelischer Neoschamanismus, sehr, sehr viel Insiderwissen, sehr, sehr viel Infos auch zur Phalaris-Extraktion zum Beispiel und sehr viel Infos zu DMT als solches. Und dann aus dem Nachtschattenverlag natürlich auch ein Klassiker, D.M. Turner, a.k.a. Joseph Vivian, der mittlerweile leider verstorbene Kollege aus den USA. Joseph Vivian, der psychedelische Reiseführer. The Psychedelic Essential Guide im Original. Und hier, er ist auch ein DMT-Kenner gewesen. Er zum Beispiel schreibt, dass 5-Meo-DMT ein Mauhammer ist. Ja, das wird allerdings hier von der Übersetzerin Claudia Müller-Ebeling berichtigt. Jetzt viel Spaß mit Arno Adelaars über Ayahuasca. Der Wirkung ist, dass man diese Pflanzenkombination oral nimmt
Und normalerweise wird der DMT abgebrochen, aber in diesem Fall nicht. Aber da muss man jetzt nicht denken von, okay, das ist einfach ein flüssiger DMT-Trip. Weil das Effekt ist doch wieder anders. Es ist, also von das Effekt her, ja, ein typisch synergetisches Effekt. Also 1 und 1 ist 3. Es ist etwas Neues. Es ist nicht nur, also wenn man DMT raucht, dann ist man in 3 Atemzüge in eine andere Welt und die ähnelt sich bestimmt an die Ayahuasca-Welt, wenn das auch gut durchgeht. Aber zu gleicher Zeit ist da etwas total anderes. Und auch wenn man nur die Ayahuasca-Liane nehmen würde, dann hat man auch ein total anderes Effekt. Also diese Kombination Ayahuasca-Liane und DMT-haltige Blätter, das ist das typische Ayahuasca-Effekt, wobei es immer ein bisschen verwirrend ist, dass der Pflanze Ayahuasca heißt und dass das Gebrüh auch Ayahuasca heißt. Ich kenne die Ayahuasca und kenne auch die DMT. Und also das große Unterschied ist, dass man so tief in sich selbst reingeht. Also dass diese neue Wirkung ist eigentlich, dass diese Ayahuasca-Liane dafür sorgt, dass man ganz tief in sich selbst reingeht. Und da hat man dann diese unglaubliche Vision, die es auch geben kann mit DMT. Dann kommt das aus das größte tropische Regenwald der Welt und eigentlich, wenn man diese Biosphäre von die Amazonas anguckt, dann ist das eigentlich auch die älteste Biosphäre der Welt, weil die Welt hat sich immer wieder geändert mit diesen Eiszeiten und so, aber da in dieser Amazonas ist es alles ungefähr dasselbe geblieben, Millionen, Millionen und Millionen Jahre. Und das Resultat davon ist eigentlich, dass der Amazonas der Platz auf der Erde ist mit der größten Vielfalt von verschiedenen Pflanzenarten. Also die letzte Schätzung ist ungefähr 500.000 verschiedene Pflanzenarten. Also wenn man darüber nachdenkt, dass dieses Ayahuasca-Gebrüh, dass das eine Kombination von 2 verschiedenen Pflanzen ist mit unterschiedlichen Wirkungen und dass diese Kombination von diesen 2 Pflanzen so ein neues Effekt gibt, ja, da muss man doch denken von, hey, wer hat das rausgefunden? Gell? Wenn man, sag mal, 500 verschiedene Pflanzen hat und die alle miteinander kombinieren will und dann ausprobieren, dann das dauert bestimmt eine Weile. Gell? Ich weiß nicht, ob jemand mathematisch begabt genug ist, um nur auf also 500 verschiedene Pflanzen die Möglichkeit zu geben. Aber stell dir mal vor, 500.000 verschiedene Pflanzen. Und wie ist es dann möglich, dass diese Kombination von diesen 2, dass die herausgefunden worden ist? Und wer hat das gemacht? Und naja, das wissen wir nicht. Es ist total unbekannt, wer die Erfinder oder der Erfinder von dieser Ayahuasca-Gebrüh war. Aber es ist nur etwas, was echt zum Staunen ist, wie es möglich ist, diese Kombination herauszufinden. Wenn man die Leute zuhört, die da in die Amazonas leben, dann sagen die von ja, das haben die Pflanzen uns erzählt. Und ja, das ist auch nicht so einfach zu verstehen. Gell? Also der Fliegenpilz, was sagt er zu mir? Gell? Diese Pflanze, was sagt er zu mir? Wir in unserer Welt können wir uns das überhaupt nicht mehr vorstellen. Es gibt also die Möglichkeit, wenn man diese Ayahuasca trinkt, um über die Grenze von Leben und Tod zu gehen und die Vorahnen zu begegnen, die allererste Vorahnen zu begegnen, die Brunnen des Lebens zu begegnen. Und also es ist eine, so wie die mythische Anaconda, das, sag mal, der Reisegefährt war für die Vorahnen, ist die Ayahuasca-Liane auch ein Mittel, ein Gefährt, um in die andere Welt zu reisen. Und das ist dann so interessant, um zu sehen, dass diese Pflanze, diese fantastische Ayahuasca,
diese Kombination von diesen zwei Pflanzen, dass er echt da ist, um Menschen zu helfen. Und ja, wie ich das so in Europa schon, sag mal, 15 Jahre erlebe, ist, dass diese Pflanze echt hilft. Auf eine sehr bestimmte Weise. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr konntet da auch einiges von mitnehmen. Wie gesagt, der ganze Vortrag, 32 Minuten, ist Teil unserer DVD, 30 Jahre Nachtschattenverlag, die auch in diesem Frühjahr rauskommt, an der ich zurzeit auch trotz Nase arbeite, natürlich. Und ja, da ist noch viel, viel mehr natürlich auch drauf. Alle Vorträge vom Symposium und die großen Podien mit Stan Groff und Ralf Metzner. Vorige Folge, die, ey, könnt ihr da schon einen Ausschnitt sehen von dem tollen Podium mit Stan Groff und Ralf Metzner und anderen tollen, hochkarätigen Kollegen. Ja, liebe Zuschauer, ich werde immer wieder von euch gefragt, gibt's denn eigentlich DEA-Merchandising? Ich hätte gern ein DEA-T-Shirt, ich hätte gern DEA-Baseball-Cap und so weiter. Ja, das gibt es alles. Und unter jedem Video, unter jeder Folge eurer DEA ist unten, ganz unten in den Shownotes auch der Link zum Shop von Black Leaf. Ja, Black Leaf ist ja der Endkundenhandel der Großhandelsfirma Nierdark. Das sind meine Hauptsponsoren von der DEA, ohne die das Format überhaupt nicht möglich wäre. Und die haben ein sehr, sehr großes Programm an geilem DEA-Merchandising. Ja, da gibt's alles Mögliche. Da gibt's Pillendöschen, da gibt es Klamotten, also Textilien, da gibt es Bongs, da gibt es Aschenbecher und was noch alles. Unfassbar. Jetzt haben wir ein neues Tool zum Reinigen von Pfeifen und Vaporizern und so weiter und so fort. Guckt mal auf blackleaf.de, da ist für jeden Geschmack und auch für jeden Geldbeutel irgendwas DEA-mäßiges dabei. Auch andere tolle Sachen natürlich. Unser heutiger DMT-Crashkurs hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich werde das Thema auf jeden Fall noch vertiefen. Schreibt mir doch mal, was ihr noch so im Speziellen wissen wollt. Jetzt haben wir heute so einen kleinen Überblick gehabt. Was ist DMT und was sind die verschiedenen Produkte und wo sind die Unterschiede? Schreibt mir doch mal, was ihr genau wissen wollt im Detail. Und ich werde mich dann eurer Fragen annehmen. Vielleicht machen wir in der nächsten Folge mal eine größere Frage- und Antwortrunde zum Thema DMT und DMT-Derivate. Wenn da genügend Fragen zusammenkommen, ja, gucken wir mal. Könnte interessant werden, liebe Zuschauer. Bleibt uns gewogen. Nächste Woche gibt's eine neue Nachtschatten-Television. Bis dahin, ich freue mich auf euch. Macht's gut und tschüss.